Ah! Oh! Moin Moin YouTube und Moin Moin Twitch und herzlich willkommen zu... Ja, einem Stream nach 3 Wochen Pause. Für mich jetzt hier und auch für die Twitch-Leute. Für YouTube vielleicht eher weniger, weil da kommt ja wöchentlich Content dazu. Ja, ist eine Menge los im Mai und im Ende April. Vor allem bei uns im Garten muss ich halt viel machen, deswegen... habe ich nicht die Zeit gefunden, irgendwie streamen zu können. Aber passenderweise ist jetzt das Fusion-Event. Auch wenn ich nur noch eine Woche dafür habe, muss ich jetzt diese Woche das durchkloppen. Ich will die Points diesmal erreichen, die wir mit dem Synchro-Festival das letzte Mal verkackt haben. Und ja, wir werden uns heute erstmal das Deck mounten zuerst und dann wollen wir mal gucken, was wir spielen. Das Interessante ist ja, ich habe so lange nicht mehr Competitive gespielt, dass wir ja mittlerweile schon auf Silber runter sind und nächsten Monat dann auch Bronze erreichen. Daher bin ich gespannt, was wir alles so an interessanten Decks als Gegner bekommen werden, weil ich glaube nicht, dass da dann so viele krasse Metaspieler dabei sein werden. Das wird interesting sein. Daher switchen wir mal einmal auf den, nicht den Screen, auf Master Duel. Und ja, meine Idee dieses Mal ist es, ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch die Updates runterladen, das wäre witzig. Sonst kann ich gleich noch... Okay, ich muss Updates runterladen. Oh Gott, 2,3 Gigabyte. Okay, da können wir noch ein bisschen quatschen. Meine Idee ist, ich muss gucken, ob wir genügend Gems dafür haben, dass wir Fluffles machen. Weil Fluffle ist eigentlich das Deck, was ich am coolsten finde. Und es gibt es ja, glaube ich, sogar als Leihdeck, wenn ich das gesehen habe. Ich habe mir auch die Bandlist ein bisschen angeschaut. Mit Fluffles kann man, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Ich weiß aber halt nicht, wie die Rarity-Verteilung bei Fluffles ist. Und was wie wie ist. Und man muss natürlich ein bisschen substituieren, weil Fluffles heutzutage ja eigentlich auch so ein Base-Link-Summons erstmal normalerweise machen. Die muss man halt wieder verzichten, so wie früher. Und ja, daher würde ich gerne das Deck mal ausprobieren. Und gucken, ob das man das bauen kann. Ansonsten, die Alternative dazu wäre halt Garbage Invoked. Aber wir haben schon irgendwas mit Invoked gespielt. Und da halt man keine Link mehr, sondern so ist das sowieso nicht so ganz geil. Hab ich mir halt überlegt, ob man mit dann so ein Cyber Dragon spielt. Ist auch wieder das gleiche Problem. Die wollen ja eigentlich auch Xyz und Link Summons machen. Aber da kann man theoretisch auch eine OTK-Variante machen. Aber das wäre halt nur zur Not, glaube ich. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so aus dem Kopf, was ich ausprobieren wollen würde. Fusion-technisch, was ich da spielen möchte, worauf ich auch Bock habe. Red Eyes FTK. Mhm. Ist eigentlich... Dragoon ist ja immer noch banned, ne? Aber Phoenix of Forza ist da und den könnte man theoretisch halt auch. Das ist halt auch sau viel Crafting. Ich glaube, Daniel hat sich den... Hat ja so ein Pack gezogen. Dann muss ich gleich mal gucken, was es in welchem Pack gibt. Damit wir, das machen können. Für die Schreckenspace wird es ja wahrscheinlich ein Pack geben mit den meisten Karten. Es sind ja auch alles teaminterne Karten. Eigentlich, die man fusioniert. Die einzige Option ist halt, wenn wir für Superpoly gehen wollen, dass wir dann halt entsprechend noch Hungergift und Dracostapelia oder so noch mit reintun. Das sind halt noch 2 Möglichkeiten. Aber das sind halt auch schon High-Rarity-Karten. Und ich weiß, ich habe, glaube ich, so gut wie nichts von dem Deck. Da. Gladi. Uah. Nee, ich glaube Gladi nicht. Gladi wäre mir zu oldschool. Auch wenn es schön Traps spielt. Es sind ja auch sehr viele Counterkarten, was halt Special Summoning angeht und so. Ich glaube, Barrier ist auch gehittet, ne? Wenn ich richtig das verstanden habe. Daher, ja, das einzige Problem mit Fluffles ist halt Going First, ne? Dann halt wieder, weil heutzutage kann man halt theoretisch Toads und alles hinlegen, Going First und halt Advantage kann man halt immer noch machen. Und Problem ist halt, ich kann es halt keine Negates hinlegen. Aber es müssen ja Sensen, Kobold und alles da sein. Das heißt, man kann auch im gegnerischen Spielzug fusionieren und sowas für den Wahl. Da gibt es viele Möglichkeiten. Da kann ich euch mal ein bisschen zeigen, wie man das Deck auch spielt, weil ich hatte ja das Ding auf den Locals gespielt und das war ja ein ziemlich gutes Deck. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, die wir ausprobieren können. Oh, jetzt muss ich noch ein bisschen quatschen. Immer noch Downloads. Ich dachte, ich hatte den schon runtergeladen. Den war anscheinend nur auf meinem Rechner. Thunder Dragons. In einem dicken Boy, ja, kann man machen. Ist halt nervig zu entsorgen, aber ich glaube, Handtrap-technisch ist ja, glaube ich, das meiste noch da, also in Permanence und sowas, und dann hat man schon sein Out, was schon ziemlich gut ist.
Oder Forbidden Droplet haben wir ja auch. Die Karte ist sogar... Die kann man sogar mainen in unserer Variante. Wenn wir das bauen möchten. Aber wir haben gleich erstmal, glaube ich, ordentlich Gems, die wir abholen können. Albers pur, aber oldschool halt. Noch nicht mit dem ganzen neuen Scheiß, ne? Stimmt, Daniel hat, glaube ich, irgendwas auch mit Keritis und so gebaut. Oh Gott. Der ist ja schon ein bisschen hier. Ein gedödelter Apfel. Schauen wir mal gleich. Ritual Beast. Boah. Absolut keinen Bock drauf. Zu Draco habe ich auch gehört, dass die sogar jetzt weniger gehittet worden sind als im Synchro-Format, was ich so denke. Why? Das Deck ist halt null Fusion oder Synchro-based. Aber auch Phantasma Spiral ist ja auch komplett da. Also mit dem Standard-Hit, dass halt die Schlacht oder was es ist, auf 1 ist. Ellie hat auch ein Fusionsmonster-Kappa. Mm. So. Sind wir bei 100%, jetzt können wir loslegen. Genau, jetzt ist ja hier eine Menge dabei. Fusion Festival ist halt eine Woche für mich. Das heißt, ich muss hier diese Woche richtig reinknallen. Es gibt ja noch, ach ja, das Structure Deck. Da könnte man theoretisch auch dann Cyber Dragon Base Kram sich holen. Aber ich glaube, ich habe da schon sehr viel Base Kram. Dann gehen wir mal auf die Mission. Ach du Scheiße. Jetzt gibt es ja jetzt richtig viel Kram hier. Fusion Festival, das ist natürlich die man machen kann heute. Das ist die 30 Millionen. Ach du Scheiße, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Gems nachher. Das sind die Rank Matches. Das ist auch nochmal Anmeldung. Ach, jetzt haben sie es aufgeteilt, okay, dass man ein bisschen mehr Überblick hat. Lebenszeit, okay. Mhm, holen wir mal ab. 1860 Gems. Holy Mokes. Das ist ein bisschen übersichtlicher jetzt. Ja, aber so viele Gems sind es gar nicht eigentlich. Wir haben nur 6, 8. Das sind nicht so viele Packs. Aber es gibt ja, glaube ich, im Shop jetzt... Gab es nicht wieder hier dieses Special Pack-Ding? Ein Dual Pass haben wir schon. Das ist ein neues Bundle. Ne, es gibt kein neues Bundle? Ich dachte, es gibt ein neues. Also es gibt das Structure Deck halt. Es gibt noch die hier. Okay. Darklord Raubpflanzen. Mhm. Ich muss ja jetzt mir erstmal sowieso erstmal ein Deck erstellen. Ich habe sogar noch mal ein Synchro-Festival-Deck hier. Okay. Und das muss ich erstmal importieren. Fusion Festival. Können wir direkt das mal speichern? Ja, ich weiß. Dann gehen wir mal ins Fusion Festival. Und importieren das Deck da rein. Mein Deck. Aus meinem Deck kopieren. Achso, ich hätte auch einfach neu erstellen machen können. Gut. Ja. Ja, ich möchte nach Schauduell kopieren. Ja, es ist verboten, aber ich würde es gerne bearbeiten wollen. So. Ups, ich will mal kurz gucken. Kuscheltier. Wir haben ja schon ein bisschen was. Oh, wir haben sogar einen Schafzahn. Das ist ja praktisch. Ja, das ist alles Low Rare. Warte mal, oh Gott, das ist so dunkel, das ist so schwierig zu erkennen hier. Das ist alles Low Rare, der ist Super Rare, der ist Ultra. Pff, den müssen wir zum Glück nicht machen, der ist Ultra. Huh. Okay, aber ich glaube, die Schreckenspelz-Karten sind alle schön Ultra, ne? Schreckenspelz. Oh, ist auch nur Super Rare. Weil wir haben 736 Super Rare Points noch, also da können wir noch ordentlich craften. Auch er ist Ultra, geil, das ist so egal. Also tatsächlich nur Kraken und Tiger. Das sind wahrscheinlich, also wahrscheinlich würde ich Tiger in dem Festival vielleicht sogar zweimal spielen. Und normalerweise hat man jetzt heutzutage kein Space, man spielt alles einmal, aber jetzt hätte man vielleicht ein bisschen Space. Hm. Das klingt gut. Was ist Poli eigentlich? Die sind normal, die haben auch schon einmal. Wir haben so.
Wir haben sogar schon Patchwork, krass. Den können wir ja ziehen. Und ich habe ja gehört, the best. Mahavailo ist in dem Legacy-Pack-Dings für Fusions. Beste Fusion-Support-Karte ever. Und auch noch Dependent dazu, damit man voll Kombos machen kann. Das klingt ja echt gut. Ich glaube, ich würde mir ja erstmal eine Base machen für das Deck. Mit erstmal ein paar Base-Karten, damit man erstmal so ein bisschen Überblick hat. Kuscheltier. Fangen wir bei den Kuscheltieren an und gehen dann von da aus weiter. Zwei Wings. Maybe Sheep. Vielleicht ist es jetzt hier ein bisschen besser als. Ich finde den halt momentan ganz. Wenn man das Deck normal spielt, nicht so gut. Das war die Reborn. Sheep weiß ich nicht. Auf jeden Fall Schafzahn wahrscheinlich sogar zweimal, könnte ich mir vorstellen. Könnte man fast spielen. Weil man jetzt ein bisschen Space hat. Dog muss man wahrscheinlich dann dreimal spielen jetzt. Delfin ist auch wahrscheinlich so eine Two-Off, würde ich sagen. Bär 2 oder 3? Das ist ja auch eine gute Frage. Ich packe jetzt mal 3 rein. Maus ist egal. Den Wal werden wir safe zweimal spielen. Den werden wir einmal spielen. Den Daredevil wahrscheinlich gar nicht. Den Wolf werde ich einmal spielen. Den werde ich wahrscheinlich zweimal. Das ist die Reparatur, ne? Die du aus dem Grave banishen kann, ne? Genau, das ist der Extender. Den man mild mit dem Wal. Den will ich. Tollwender wollen wir dreimal. Von den Traps wollen wir gar nichts. Dann machen wir jetzt Endkobold. Das klingt so komisch. So, dreimal Kettenkobold. Einmal. Ein oder zweimal Scherenkobold. Ja, einmal reicht eigentlich. Wieso habe ich gleich nicht gleich 3 Patchworks reingeschmissen? Ich habe irgendwie das Gefühl, sind das alle Kobolde? Nee, Sensen-Kobold. Da, den. Den werde ich wahrscheinlich dreimal spielen, einfach weil gute Handtrap. Das war's dann schon, glaube ich, so Main-Deck-technisch, oder? Patchwork definitiv Pflicht. As if not. Sensen-Kobold, Scheren-Kobold. Ach, Pinguin. Wo war der denn? Hab ich übersehen. Wo ist der Pinguin? Also da. Ich hab zwei momentan. Ich glaube, 3 ist jetzt momentan wahrscheinlich sinnvoll für die ganzen Draws. Poli müssen wir auch dreimal noch. Die konnte man doch irgendwie auch hier verdoppeln oder so, ne? Also man kann draufklicken und dann plus, ne? Ja. Und der Rest kann man gleich nochmal gucken, ein bisschen runtercutten, Handtraps rein, Removal, was auch immer, was alles so erlaubt ist. Im Extra-Deck hat man ja echt Space. Habe ich irgendwas bei Schreckenspells vergessen? Chimäres Kacke. Also Daredevil kann man machen? Less generic? Davon haben wir ja schon, theoretisch würden wir 2 spielen. Fabrik ist okay. Aber Extra-Deck-technisch sehe ich gerade nicht, was ich noch reinknallen sollte, außer den dritten Wal. Und auf den zweiten. Eine zweite Krake, wenn man es will. Und den Rest könnte man Super-Poly-Targets machen, eigentlich. Ich guck mal, Super-Poly ist, glaube ich, Ultra, ne? Ist auch auf 2, aber das ist ja auch okay. Dann. Ich glaube, 3 sind zu viel davon. Der Rest ist, glaube ich, okay. Lass mich mal überlegen. So, Handfallen. Was haben wir denn eigentlich? Unendliche Unbeständigkeit. Ist die erlaubt? Oder ist die banned? Nee, die ist erlaubt. Das ist gut. Wir haben. Ist der Tropfen erlaubt? Tropfen. Ist auch erlaubt. Wir haben nur einen? Wir hatten mittlerweile 2. Okay. Blitzsturm.
Den aber dreimal, okay. Removal ist immer gut, hab ihn Flederwisch, die ganze Backrow. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt. Gibt es eigentlich gerade momentan, also ihr habt ja bestimmt schon ein bisschen gespielt. Gibt es momentan irgendwelche krassen Negate Balls, wodurch man spielen muss? Weil ansonsten reicht mir das halt wirklich einfach nur Backrow Removal zu haben. Und Frontrow Removal ist dann wahrscheinlich irrelevant. Dass man sagt, dann muss man Regiki oder sowas. Oder das halt mehrmals spielt. Oder kann man halt mehrmals spielen. Max C natürlich wahrscheinlich. Oder ist der Band? Nope. Guck mal, da haben wir schon ein wundervolles Deck. Aber kann man vorstellen, Barriere ist Band, oder? Ja, Dimensionsbarriere gibt's nicht. So. Der Rest ist wahrscheinlich dann richtig teuer für Dings. Der Hunger gibt's bestimmt auch. Oh, super rare. Nett. Drachostapeli heißt hier im Deutschen, ne? Nicht Drago. Da ist sie. Auch super rare. Hey. Das ist eine Menge. Also, das sind echt. Ich hab erwartet, dass ich jetzt hier irgendwie 50 Ultra-Rares craften muss. Das sind 1, 2. Und dann halt hier kann man es optional sowieso noch, was man zieht, aus den Packs machen. Das ist ja so easy. Was ist momentan so Meta dort? Was wären sinnvolle Super-Poly-Targets noch, die man spielen könnte, neben den beiden? Wenn Heroes irgendwie gespielt? Weil da könnte man halt irgendeinen Hero nehmen. Ein Escuridao oder so. Den man dann halt, weil man selbst halt so viele Darks spielt. Und die man fusionieren könnte. Was habt ihr da so an Erfahrung? Sag mal im Chat. Oder hat keiner von euch gespielt bisher? Branded Despia zu Tode gebürnt. Ja, das Ding ist halt, in dem Deck spielst du halt das Ding und der knallt halt das Feld weg. Und Super Poly kann den halt wegfusionieren. Branded Despia ist. Ach stimmt, man könnte natürlich eine der Branded Fusions, der Branded Fusionsmonster nehmen. Als Super Poly-Target. Wahrscheinlich. Ne, Kiritis braucht. Proskenio braucht ja 3, ne? Und die anderen sind halt alle Ultra Rare. Das wäre halt wieder. Also der ist ja auch der. Was ist der flammende Drache, ne? Der ist ja nicht mal ein Despair-Monster. Mekaba? Ist Invoked wirklich so viel vertreten? Ich hätte ja schon fast einen, was ist das? Cyber Twin Dragon oder so reingetan? Von den Cyber Dragons, einfach, wenn man gegen Cyber Dragons spielt, dass man da was wegfusionieren kann. Weil du musst halt den Alistar haben, ne? Und dann kann man halt, wenn der Alistar plus Mekaba hat, kannst du einfach beide wegfusionieren für Mekaba. Gibt auch eine Rare. Heroes wird auch gespielt. Aber gegen Heroes wäre am einfachsten wahrscheinlich Escuridao. Auch eine Super Rare. Aber nicht schlimm. Super Rares können wir halt die ganze Zeit craften. Das tut uns nicht weh. Mit dem Mekaba haben wir sowieso schon. Also, eigentlich theoretisch sind alles Super Rare und Ultra Rare. Aber ich habe so viele Super Rare Punkte. I don't give a damn. Mud Dragon. Ach ja, stimmt. Generic Stuff noch. Wie heißt der hier? Schlammiger Schlammdrache? Schlammdrache, da. Genau. Das ist halt so Generic Stuff. Es gibt ja noch Stuff, ich weiß ja nicht, wie viel mit diesem Phantasma-Spiralkram ist. Da gibt es ja noch Vanilla-Targets. Cybers wird jetzt nicht so viel rumlaufen, da brauche ich die Cybers-Targets eigentlich nicht. Exodeck ist einfach nur Holo. Was ist los? Von Despia oder Albas? Ja, aber was? Warte mal, ich gebe einfach Albas ein, dann sieht man ja alles. Kann man einen von denen machen, oder was?
Hat es dir gefallen, aber es ist meistens nicht auf dem Feld. Keritas kann man halt noch wegfusionieren. Weil wir, also für den anderen Kram haben wir ja schon die Standard-Targets dabei. Ein Monster noch im Extra-Deck. Was mir fehlt. Soll ich Brigant spielen oder was? Brigant? Klingt weird, dass ich den spielen würde. Gefallen von Albers auf dem Feld zu sehen. Mach ich mal nicht. Was gibt's noch generic-mäßig? Gott, ich habe doch alle Fusions durchgegangen, das eine Mal für die Sonntagslocals. Jetzt muss ich mich mal wieder erinnern, was da so einen guten Scheiß gibt. Weil die guten haben wir schon. Hungergift und Dings. Weil das ich Sprint spiele oder was? Ich habe auch genauso einen Gefallen von Eibers. Wie lief eigentlich mein Pre-Release? Der ist erst nächste Woche. Itzo hat es ein bisschen verkackt. Wir werden nächste Woche einfach ein Pre-Release mit dem Set machen und aber anderen Matten aus anderen Sneaks. Weil zu spät bestellt und so alles. Daher mache ich diesmal den Pre-Release später. Für andere Preise. Kann natürlich auch einfach nochmal einen meiner Bäuschen nehmen. Und einfach zwei Dracostapedia, weil einfach so viel Fusionskram dabei sein wird. Einfach um safe zu sein. Nehmen wir nochmal ein Dracostapedia sonst. Haben wir zwei. Aber wir haben auch noch zwei Superpolis da, also. Ich guck mal, was wir noch so in der Toolbox haben für Kuscheltiere. Nicht Kuscheltiere, Schreckenspelz. Was haben wir da in der Toolbox noch? Also das Interessanteste ist halt, ist eigentlich der noch oder Sheep? Ach ja, die, stimmt, wie heißt die? Triffio Veritum, ne? Triff. Die kann man auch machen. Die kann halt nur vom Feld, aber das ist halt super poly anyways. Ja, mach mal Triff. Triff, glaube ich, passt. Alter, gut, das ist ein extra Deck nur Holos. Aber das Ding ist halt, so wenig Ultra-Rares. Das heißt, wir craften jetzt ja gleich einfach mal eine Super-Rare von denen. Und dann machen wir das Pack auf, ne? Weil Schreckenspelz, Dings macht doch teuflisches Spielzeug, genau. Und da können wir halt den Rest davon ziehen wahrscheinlich, oder? Mal kurz gucken. Ja, der ist da drin. Der ist da drin. Wunderbar. Habe ich Drift Gaming gehört. wir craften uns einfach jetzt erstmal einen nur davon. Und dann schauen wir mal, was wir von den anderen Commons und Rares sehen. Den Rest craften wir halt danach. ich weiß gar nicht. Haben sie wahrscheinlich nur im Master Pack drin? Nee, die sind verklärte Helden. What is this pack, though? Packen sie verklärte Helden? Hab ich noch nie aufgemacht. Und die sind wahrscheinlich im Predator Plant Kram drin. Wait, what? Fusionspotenzial? Achso, das ist eins der neuen Packs. Das ist, glaube ich, das neue. Mit, wie viele Karten sind da drin? Wie viele Karten sind da drin? Mhm. Na gut, hier ist ein bisschen Lucksack dann daraus zu ziehen. Die richtigen. Oh, Gravekeeper ist auch eine richtig gute Choice, Alter.
mit dem Fusionsmonster von denen und dann nur Backrow. Holy smokes. Winder wäre auch gut. Gegen Winder. Hm. Weiß ich nicht. Bei Winter kannst du genauso gut wie mit dem anderen Kram halt auch wegfusionieren. Und dann stört mich Winter selbst. Aber ich glaube, ich bleib erstmal so. Wir craften jetzt einmal den hier. Na, warte mal, den Hungergift wollte ich noch wissen, wo der drin ist. Der ist wahrscheinlich auch bei denen, oder? In den Raufpflanzenkram. Nee, natürliche Auslese. What the fuck is this? Okay, zur Not craften wir uns den. Ist eine super rare, tut nicht weh. So, jetzt craften wir uns den einmal. Basic Finish. Ein Gratis-Pool werden wir wahrscheinlich nicht haben, das haben wir schon mal gemacht. Doch, nice. Machen wir ein Gratis-Pool mal erstmal. Oh, gleich was drin. Come on. Und auch nicht. Zack, Schafzahn drauf. Jetzt haben wir schon zwei, ne? Und ein paar der Commons, die wir brauchen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns einen Zehner hier. Und schauen wir mal, was wir so alles rauskriegen aus dem Zehner. Wir können theoretisch 6 malen, aber das mache ich nicht. Zwei Flügel einfach. Spielzeugspender ist hübsch. Im Hübscher. Oh, was ist aus dem Masterpack? Wayne, der Eisbarriere. Are you serious? Wer will denn schon Wayne haben? Der ist Wayne. Und wieder abgefahrene Noises. Ich will nicht die Holos aus dem Masterpack. Ich will die Holos aus meinen Packs. Immer Leo, den will keiner spielen. Weil keiner Segen-Kobold spielt. Den kannst du, glaube ich, mit Instant Fusion rausholen, ne? Das ist, glaube ich, ein Fünfer, das war's. Hm? Oh, Wolf, sehr gut. Dann müssen wir dir das auch nicht craften. Ich würde gerne ein paar Ultras sehen. Das Problem ist, ich habe keine Ultra-Rap-Points. Denier. Ist jetzt auch mit dabei, ne? Bode und alles. Ach! Stimmt, Fusion Destiny haben wir total vergessen und Phoenix Enforcer. Den kann man ja auch in dem Deck spielen. Halt ohne Werder Anaconda, ne? Oha, hier gibt es ein bisschen Holos. Noch ein Schafzahn. Oh, Hemmung, das ist eine gute Ultra. Für meine Degenerate Decks, die ich bauen möchte. Ja, Phoenix und Forza müssen wir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oh Gott, diese hässlichen, die keiner haben will. Betäubende Magien ist nett. Noch eine Ultra? Hemmung ist ganz schwierig wegzucraften. Für meine Degenerate Decks, die ich noch bauen möchte. Mann, gib mir nicht die hässlichen Ultras. Ich will nicht den Drecksack. Ist okay, zwei Karten, die man wegcraften kann. Was? Will er die dann... Achso, er hat jetzt... Ah, er packt jetzt die coolen rein. Geil. Jetzt haben sie ja nicht hingekriegt, dass man die coolen dazu packt. Fusion Destiny, das wären nochmal 4 Karten im Main Deck, die man cuttet. Für 2 Fusion Destinies, Celestial und Dasher. Hm.
Mekaba kann ich auch wegfusionieren, theoretisch mit Dracustapelia, weil das ein Fusionsmonster ist. Ich nehme den mal raus. Phoenix. Der ist auf Enforcer, oder nicht? Bei uns auch. Ja, okay. Destroyer Phoenix Enforcer. Ich denke, Phoenix Enforcer. Ich habe keine Ahnung warum. Fusion Destiny. Auf was ist Fusion Destiny hier eigentlich? Ist sie auf 3 oder auf 2? Auf 1? Auch auf 2, okay. Wir haben schon eine. Das ist nett. Ich schmeiß die erstmal rein und gucke ich gleich, was wir da machen. Theoretisch kann ich noch einen Sensenkobold rausnehmen oder so. Wie heißt das jetzt nochmal? Schicksalsheld. Was habe ich denn davon? Schicksal? Also Schicksals-Minus-Held. So. Guck mal, Celestial haben wir schon. Geht nur der Dasher. Da ist er. Kuscheltier Schaf ist eigentlich hier nur gut, wenn man Dings spiegelt. Wenn man halt noch mehr in Werte gehen will oder so. Ich schmeiß den mal raus. Achso, warum spiel ich ja nicht zwei Wings? Ich hab doch auch nur noch einen Wing gespielt. Ein Wing reicht. Wir sind nur ein Resolven eigentlich. Kann man einen Sensenkobold noch cutten? Ich pack die erstmal raus. Ich weiß nicht, ob die so wichtig ist. Ah, das ist cool. Aber das möchte ich ja jetzt nicht erstmal alles herstellen. Ich möchte jetzt mal noch ein bisschen an meinen Packs rumziehen. Weil guck mal, wir haben schon richtig viel zusammengezogen aus dem ersten. Nur super rare technisch halt alles genau vorbeigeschissen. Das ist halt so weird. Shop. Geheimpack, teuflisches Spielzeug. 10 Packs. Oh, vielleicht keine Ultra-Ray, dann kriegen wir den nächsten garantiert. Wow. Boah, er hat nur den Trash. Schreckenspiloiden-Kobold, Alter. Richtig garbage. Qualle Entscheidung, okay. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich ja noch ein bisschen mehr, kann ich wegquatschen können. Oh, Upgrades. So langsam sollte unser Common Core sich festigen. Ah! Oh! Okay, haben wir schon. Ich habe die Fright for Fusion vergessen, die haben wir noch gar nicht reingetan. Ich habe ja die Fright for Fusion nicht reingetan. Eine muss rein. Ist gut. Ist ja nur supers. Oh, Toxinwind. Aber den haben wir schon gecraftet. Noch eine Shaking Space-Version, okay. Zwei brauche ich nicht.
Eine reicht. Oh nein, geht doch noch ein Ultra Radius Master Pack. Mann. Connor Hawk. Die Leute. Ah, oh, Spiel und Geisterungeheuer. Den trash ich sofort weg. Hab ich keinen Bock auf den. Lotterieergebnisse, da sage ich schon, dass es nur Lotterie ist. Guck mal, Glücksspiel geht gar nicht.